Gruppe 3 gar nicht vorstellen, was es für tolle. Über 800 Sportbegeisterte ließen sich trotz anfänglichem Regen nicht nehmen, um beim Mürztaler Dreiermarsch dabei zu sein. Gemütlich und genüsslich ging es nicht zum ersten Mal auf die wunderschöne Strecke. Ja, das ist jetzt der 6. Mürztaler Dreiermarsch, M3M. Entstanden ist der eben vor 6 Jahren aus einem konkreten karitativen Zweck und findet jetzt das 4. Mal der Stadt bereits in St. Lorenzen statt. Und was erwartet die Teilnehmer jetzt auf dieser Strecke? Da gibt es ja auch Sonderprüfungen. Ja, die Sonderprüfungen sind einigermaßen lustiger, nicht sportlicher Natur. Sie werden die Zeit beeinflussen und der Sieger wird ermittelt aus der Idealzeit, das heißt aus dem Durchschnitt aller Zeiten, aller Teams. Wie gesagt, der Mürztaler Dreiermarsch ist eine karikative Veranstaltung und das Nenngeld von 10 Euro je Team kommt in vollem Umfang einem guten Zweck zugute. So hat man an diesem Tag nicht nur der Gesundheit etwas Gutes getan, sondern ein namhafter Betrag konnte einem wohltätigen Zweck gespendet werden.